Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Vielleicht habt ihr in meinem letzten Video diese coole Box gesehen. Ich zeige euch die mal ganz schnell. Die hat hier eine Banderole. Das ist eine ganz flache Verpackung. Und wenn man die hier aufmacht, stellt sich hier innen ein richtig tolles Element auf. Man sieht es von der Seite ganz gut. Es schiebt sich hier richtig so hoch. Und hier oben habt ihr noch Platz, um einen Gutschein oder Geld unterzubringen. Also eine richtig tolle Geschenkidee mit einem genialen Baueffekt. Und ich habe mir gedacht, wir machen eine kleine Restefeste-Party. Das heißt, wir machen eine schöne Karte dazu, die ganz rucki-zucki schnell geht, denn die Verpackung ist ein bisschen aufwendiger. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Und ihr könnt da super euer Restpapier verwenden. Die Box verlinke ich euch hier oben unter dem weißen i. Dann könnt ihr gerne mitbasteln. Da gibt es auch noch eine Weihnachtsversion. Und ihr könnt das auch zum Muttertag machen oder für alle möglichen Anlässe, natürlich auch zum Geburtstag. Okay, und wir starten jetzt einfach mit dieser Karte. Kurz als Idee dazu ist die Karte entstanden durch diesen Sketch. Den habe ich gefunden bei Pinterest unter Simply Stamping Challenge. Und ja, so sieht er aus und aus dem machen wir einfach eine coole, flotte Karte. Ich habe hier noch ein bisschen Restpapier, das wird jetzt gleich verarbeitet. Und benutze als Hauptfarben Kieselgrau mit dieser Bestellnummer und Grundweiß mit dieser Bestellnummer. Und mein Designerpapier ist das wunderbare Papier, das heißt Liebliche Natur, hat diese Bestellnummer und ist so wunderschön. Ich liebe dieses Papier, das hat so tolle Goldelemente und ist wunderschön. Als ich finde, es wäre ein tolles Vintage-Papier, hat auch so coole Elemente oder hier verschiedene Schriften, also wirklich ganz tolle Sachen. Und ich möchte davon natürlich nichts herschenken. Es gibt auch so ganz tolle, nur goldige Glitter, also ganz ein tolles Papier. Ich möchte davon natürlich nichts verschenken und habe ja jetzt gerade meine Papiere so angeschnitten und habe noch ein bisschen Reste und die möchte ich jetzt für die Karte verwenden. Ich habe ein Grundpapier, das war das Kieselgrau. Ich habe jetzt hier noch einen Streifen und da muss ich jetzt kurz gucken, was das für ein Maß hat. Ich werde es auf 10,5 schneiden. Und auf, also ich mache immer meine Karten 10,5 x 28. Hier hätte man noch einen Rest, vielleicht können wir den noch unterkriegen. Und falls mir das Ganze dann bei 14 cm, also bei der Hälfte, dadurch, dass ich jetzt keinen breiten Streifen habe, sondern so einen, habe ich jetzt entweder die Karte in diesem Format oder in diesem Format, dass ich sie dann so hochklappe. Diese Karten hier sind in einem ganz normalen Klappformat. Aber dadurch, dass ich jetzt eben Reste verarbeiten möchte, das ist natürlich ein großer Rest, das ist schon klar, aber ich habe eben jetzt diesen Streifen, deswegen wird der jetzt verarbeitet. Und darauf mache ich jetzt ein grundweißes Papier. Da habe ich auch noch was. Muss ich mal gucken, was das für ein Maß hat. Passt perfekt. Ich brauche nämlich 10 cm. 13,5. Das brauche ich zweimal, weil ich brauche natürlich auch eine Innenseite und eine Außenseite. Dann haben wir hier auch gleich noch was. Dann ist so die Grundkarte fertig und dann habe ich eben noch meine Reste. Ich habe jetzt von diesem goldenen Papier nur noch einen ganz, ganz kleinen Rest. Auf dem Sketch ist der Ganze ein bisschen größer und ich habe auch schon Karten mit größeren Bereichen. Also hier seht ihr noch größer. Ich würde jetzt versuchen, wie es aussieht, mit so einem ganz kleinen und würde mir dann eben von diesem hier auch einen größeren ausschneiden. Dann wird dieses Papier das größere und jetzt gucke ich selber mal ein bisschen, wie groß ich das machen könnte, vielleicht so 7 cm. Also das wird jetzt absolut spontan, ich habe jetzt da nichts vorbereitet oder so, das ist jetzt ein ganz spontanes Video. So könnte es schön aussehen und von der Höhe, also ich mache das jetzt 7 mal 9 cm ungefähr. So soll das in etwa dann aussehen. Und mein kleiner Streifen hat das Maß 5 mal 5,5. Auch ein schönes Maß. Könnte ich mir ganz gut vorstellen so. Und dann braucht man noch ein bisschen einen Streifen für in den Hintergrund. Könnte ich mir vorstellen, dass der... Ja, ich hätte gedacht, der ist zu groß, aber eigentlich sieht das auch ganz cool aus. Ich habe hier noch einen schmalen Streifen. Ich finde eigentlich den dicken tatsächlich cool.
Obwohl ich erst gedacht habe, es müssten schmaler sein. Aber ich bleibe bei dem, was ich jetzt hier noch habe und schneide mir das auch noch zu auf, ich glaube, auf 14 cm auch, gell, so groß wie die Karte ist. Und der hat das Maß 3,5 mal 14 cm. So entsteht meine Grundkarte. Und ich würde sagen, wir können gleich loslegen mit Stempeln. Ich dachte mir, weil ja gerade Celebration ist, wollte ich auch unbedingt ein Celebration-Set mit reinbringen in das Video. Und weil ich dieses Stempelset wunderschön finde, das dürftet ihr euch aussuchen, wenn ihr über einen Bestellwert von 120 Euro kommt, hätte diese Bestellnummer und ich finde das einfach nur wunderschön. Das ist genau meins. Und das möchte ich natürlich auch ein bisschen verbauen. Ich finde jetzt die Libelle zum Beispiel total cool. Die könnte man vielleicht auch noch an die Vorderseite machen. Also das sehe ich mal ganz spontan. Und der große Blütenstempel ist wunderschön. Den habe ich aber schon auf meinen anderen Karten, deswegen nehme ich jetzt einfach mal diesen zarteren. Hoppala. Oder vielleicht sogar die Punkte werden. Ach, das wäre auch cool. Was könnte man auch machen? Wir könnten natürlich auch im Hintergrund diese Punkte setzen, anstatt diesem Teil hier. Das geht natürlich auch. Ist mir zu unruhig, weil ich vorne ziemlich viel schon habe, aber das wäre natürlich auch eine witzige Idee, den Sketch umzusetzen. Okay, und dann schnappe ich mir einfach diese Stempelfarbe und leg mal los. Und dann habe ich mir auch noch einen Spruch rausgesucht und der ist aus dem Set Schöne Überraschung. Damit haben wir ja auch schon auf der Box gearbeitet. Und ich wollte eine Geburtstagskarte, deswegen wünsche dir einen schönen Geburtstag. Und das Ganze werde ich mir jetzt ausstanzen mit der Stanze, wo ich nicht weiß, wie sie heißt. Das blende ich euch ein. Die hat eine wunderschöne Form. Und die wird meinen Kreis vorne ersetzen. Das hier ist für Innenreihen und ich habe benutzt als Stempelfarbe Kieselgrau. Das hätte diese Bestellnummer, wenn ihr es braucht. Ist jetzt aber extrem dunkel, kommt ganz schwarz raus. Also wenn man das vergleicht, hier ist es schon getrocknet, da ist es viel heller. Aber es ist Kieselgrau, ich habe extra nochmal geschaut. Und was wir noch machen, ist natürlich vorne drauf stempeln, aber da brauche ich erstmal den Rest aufgeklebt, deswegen machen wir das ein bisschen anders. Ich baue jetzt einfach meine Karte zusammen. Das heißt, mein Innenteil kommt logischerweise innen rein. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Feedback geben würdet, ob euch das gefällt. Ob euch das Spaß macht, wenn ich so einfache Karten mache. So sozusagen eine restefeste Party. Kartenparty mit Sachen, die ich einfach noch habe vielleicht. Ich glaube, dass jeder von uns ziemlich viel Papier übrig hat, das er mal schnell verarbeiten will. Und wenn man das zu einer schönen Karte machen kann, wäre das ja vielleicht auch eine ganz coole Idee. Also wenn euch das gefällt, dann könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt nehme ich noch, was ich hier habe. Und ich habe ja gesagt, ich nehme den breiten Streifen, den klebe ich mir einfach jetzt auch noch so drauf. Schaut mal schon ganz interessant aus und ganz anders als die andere Karte. Und jetzt habe ich mir hier gedacht, diese kleinen süßen Blümchen, die finde ich total nett. Die passen da trotzdem super hin, als diese Dreierkombination da oben. Ich glaube, gescheiter wäre es, wenn man in der Mitte anfangen täte. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das dritte noch gut hinpasst, sonst wird das so gequetscht. Ich mache nur zwei. Das ist künstlerische Freiheit und hier unten setze ich auch noch eins hin. Manchmal muss man das auch verändern. Okay, dann habe ich noch die Glitzersteine vom letzten Mal. Perfekt, da sind genau noch drei da. Das sind kleine Goldperlchen, die passen natürlich super zum Papier. Und ich hoffe, ich habe da noch welche in meinem Vorrat. Hoppala, die passen nämlich einfach nur perfekt in diese kleinen Blüten rein und finde ich, machen die Karte total schön. Die heißen selbstklebende Perlenakzente in Rot und Grün. Ah, okay. Ich weiß nicht genau, ob es die noch gibt. Falls ja, dann hätten sie diese Bestellnummer. Vielleicht könnte man hier sogar noch ein kleines Schleifchen hinmachen. Als Idee vielleicht mit dem goldenen Teil, das wir auch in der Box in dem Gutschein dran haben, mit diesem goldenen Band. Machen wir mal kurz ein Schleifchen und halten es hin, dann sehen wir gleich, ob es schön ist. Das lässt sich übrigens auch total schön zu Schleifchen machen. Nehme ich mir noch einen Klebepunkt.
So, und schon ist meine Karte, finde ich, fertig. Ich finde, dieses kleine Schleifchen macht sich noch ganz gut. Kann man aber auch weglassen, wenn man es schlichter möchte. Fand ich vorher auch sehr schön. So sieht sie innen aus, so außen. Diese Karte war eben eine Klappkarte in die Richtung, hat innen auch diese großen Stempel von diesem gleichen Stempelset, das ich jetzt gerade auch benutzt habe. Hat jetzt hier noch so ein bisschen Goldfaden. Also, da könnt ihr euch natürlich austoben. Ich finde, jede Karte ist unterschiedlich geworden, obwohl es im Prinzip ein Grundsketch ist und wir haben unser ganzes Designerpapier aufgebraucht, von dem her. Also, wir haben natürlich noch genügend, aber das, was wir verwenden wollten, habe ich eingebaut. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese Art von Karte und ihr könnt mir gerne ein Feedback dalassen. Ich blende euch jetzt auch mal hier noch in der Endkarte ein, wie ihr diese tolle Verpackung machen könnt. Da könnt ihr gleich direkt weiterschauen, wenn ihr wollt. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal und schaut gerne weiter. Abonniert gerne den Kanal, drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Kreativiert was Neues. Tschüss.